Recht herzlich willkommen zur 66. Folge von Stellaris. Ja, wir haben unsere Flotte unterwegs nach da unten hin. Ich weiß jetzt gar nicht, wo sie genau ist, aber eine ist schon mal angekommen. Und die andere ist, glaube ich, hier irgendwo noch unter. Ne, da rechts bewegt sie sich gerade. Ja, da oder nicht da? Naja, da ist sie. Aber die bewegen sich nirgendwo mehr hin, kann das sein? Doch, da sieht man es. Alles klar. Dann sind die unterwegs. Wie sieht's denn hier so aus? 16, das Essen ist voll. Und ja. Was machen wir? Gute Frage, ne? Hier ist die Forschung gleich zu Ende. Die anderen sind auch nicht viel weiter zurück. Und hier Verfolgung beenden. Ja, da sind Cyber-Artefakte geboren. 4 von 6, aber wo sind die anderen, ne? Geh mal da hin. Das ist da. Spezialprojekt. Okay. Haben wir denn unser Forschungsschiff irgendwo? Da. Dann schick das doch mal hier hin. Kommt das weg? Von da ganz oben. Super. Aber ist halt so. Warum noch Station? Okay. Warum noch Station? Keine Ahnung, wo die Wurmlochstation ist. Ja, da sind wir und da sind die anderen, ne? Okay, die haben die Garantie widerrufen. Eine für eine neue Stufe. 2, auch gut. Ja, das ist jetzt hier gemischt, oder wie ist das? Aber, das ist die Flotte von den anderen, oder was? Das ist die Yaskawas Konföderation. Hat ein Nicht-Angriffsversprechen mit Okla High Kingdom. Nochmal wird garantiert von Okta High Kingdom. Und hat Grenzen mit diesen ganzen vielen Leuten. Das ist schlecht, wenn die so viele Grenzen haben. Da müssen wir mal schauen, wie die das hinkriegen, dass wir dann... Ja, irgendwie kann man auch nicht sehen, ob die verbündet sind oder wie. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz so rausgehabt, das mit den Bündnissen. Da müssen wir mal schauen, ob da irgendwo... Ist das hier zu sehen? Es poppt da oben so viel auf. Handelsangebot. Forschungsabkommen. Und wir geben das. Okay, alles klar. Stimmen wir sicherlich zu. Die haben sich die Unabhängigkeit erklärt. Auch schön. Garantiert, nicht erklärt. Die, achso, das war ja das. Okay. Und was möchten die uns sagen? Glücklicherweise kann die Sicherung der Unabhängigkeit für uns keine Priorität mehr haben. Jo. Und die Anführer hat eine neue Stufe erreicht. Auch nochmal, oder was? So, das sind hier Forschungsstationen. Ein Forschungsschiff, 2 Stück. Militärmacht, Militärmacht. Was haben wir jetzt schon wieder? Garantie widerrufen. Okay. Aber das hier ist unser, ne? Azara Administration. Wo ist denn hier unser... Was ist das denn hier überhaupt? Das ist eine Planetenbefestigung, aber irgendwie ist es dann doch kein Planet, oder was? Ah, jetzt habe ich die Oberfläche dann. Und was können wir hier bauen? Gebäude verbessern. Bergbau. Und da auch nochmal.
Machen die, dann wird das besser. Gut, wieder rauszoomen. Und das wollten wir nicht, wir wollten dahin. Ja, was läuft hier? Gute Frage, ne? Hier geht noch ein Update für Forschung. Ist das Forschung, Sozialforschung, alle Forschung, ne? Gut, dann machen wir das auch. Einfach machen geht nicht. Ne, muss man dann auswählen. Ach so, momentan ist es eine einfache allgemeine Forschung wohl und dann spezialisiert man sich, deswegen geht das nicht einfach so. Gut. 33, 29, also müsste die Grüne am meisten erstmal gefördert werden, damit wir hier einen Gleichstand haben zur Gelben, ne? Verfügbare Traditionen. Okay, dann gucken wir uns die Traditionen mal an. Was können wir da machen? Gute Frage, ne? Was haben wir hier erstmal? Griff nach den Sternen. Zum Kolonisieren und Bauen von Grenzausposten werden Systeme so berechnet, dass wären sie nur die Hälfte der regulären Distanz entfernt. Ein neues Leben. Neue Kolonien beginnen mit einem zusätzlichen Bewohner. Ja, das hört sich schon nicht schlecht an, aber wann machen wir neue Kolonien noch jetzt? Zum Schiffbaugeschwindigkeit und Gebäudebaugeschwindigkeit um 15 erhöht. Ja, das ist Freischaltung des Schiffs, privates Kolonieschiff, okay. Anführer Lebenszeit um 20 Jahre plus. Durch die große Entfernung zur Hauptwelt verursachen negativ von Ah, das hört sich schon noch am besten mit an, ne? Unruhen reduzieren. Schiffbaugeschwindigkeit um 15 und Flottenkapazität um 10. Planet abtreten, Kriegsforderungskosten. Schadensbonus Armee. Neue diplomatische Option, Föderation. Was haben wir hier? Freischaltung des Gebäudes Besucherzentrum. Und hier müssen wir da gucken, ne? Forschungsgeschwindigkeit erhöht das und hier. Der Name aller Dominierungstraditionen bedeutet, dass wir diese Technologie mit unseren Untertanen teilen werden. Nach nicht hat, wird ihm mit einem Forschungsgeschwindigkeit Bonus in Höhe von 30. Das bringt mir jetzt nicht wirklich was. Die Forschung vorantreiben wäre es jetzt, ne, oder? Ich nehme das mal. Ja, und dann müssen wir wieder warten. Bis es da weitergeht, ne? Da ist schon wieder was aufgepoppt. Oh, noch Stufe 3. Wow. Jetzt waren wir unterwegs mit dem Forschungsschiff noch hier unten. Ist das schon angekommen? Ja, sieht so aus. Gut. Militärmacht. Ist doch noch nicht angekommen? Ach, da oben ist es alles klar. Projekt erfordert Fähigkeit 1, hat Fähigkeit 5 oder höher. Fliege mal dahin, aber dann muss ich hier, der hat nur einen, okay. Haben wir denn welche, die schon so gut sind mit 5? Naja, überhaupt noch nicht. 2 Sterne ist mal gerade. Da. Die anderen hier brauchen wir gar nicht rekrutieren, wird auch nichts besser dadurch. Ja. Chansu. Bekitive, Ivo und Alexandra Dragomirov. Sozialforschung, Ingenieursforschung, Physikforschung. Forschung, was hat die denn hier? Fachwissen, Industrie. Und was ist das zu erforschen hier? Kur, meine Heimatwelt. Ingenieur, Sozialforschung, Physikforschung. Ich würde die ja dann da näher da reinbringen, ne? Und
Hier war das dann weg, na, dann setzen wir da nämlich diesen hin. Ich glaube, das ist besser so. Okay. Dann machen wir gerade eine Pause, da war jetzt ein bisschen mehr aufgepoppt. Wir gucken erstmal, ermögliche Beseitigung aus. Giftiger Seetank oder ermögliche Beseitigung von Vulkan. Aktiver Vulkan, was dazu ist, Genmodifikationspunkte. Ich glaube, eins von den beiden, aber welches ermöglicht Beseitigung von aktiver Vulkan? Und das ist giftiger Seetank. Machen wir erst den. Lass die Forschung laufen. Ja, das Forschungsschiff haben wir jetzt hier, bringt uns da aber nicht so viel, weil wir da halt so einen 5-Sterne-Forscher brauchen. Das ist schlecht. Was ist hier angesagt? Was passiert hier? So, das ist so ein fremder Sektor wahrscheinlich. Die Bösen sind da zu Hause, ne? Das sind schlecht erforschbare Welten. Okay. Was macht diese Welt hier unten? Warte mal, das ist doch nicht, oder? Muss noch eine zweite sein. Da ist sie doch. Ist er das? Achso, ja, hier fehlen uns Forschungspunkte. Ein Punkt. 75. Lass mal weiterlaufen. 65% Bewohnbarkeit. Die Oberfläche ist gar nicht mehr so schlecht, ne? Forschung, Essen. Sollte man dann tatsächlich in Erwägung ziehen, den zu bewohnbar zu machen, ne? So, jetzt hätte er die 75. Jetzt können wir das sogar machen. Ich mach's auch. So, jetzt nur die Frage, wo kommt der weg, der das macht, ne? Komm, machen wir da weg und setzen das, glaube ich, hier hin, weil da ist Apfel und Bergbau was. Naus Prime passt. Kommt da hin. So, und hier, achso, da ist das Schiff jetzt, ne? Ja. Müsste man gucken, ob man da so weiter noch jetzt bewegt. Ja, unsere Schiffe sind das hier. Haben wir nicht noch welche unterwegs? Wo sind die denn jetzt geblieben? Oder war das das Forschungsschiff? Konstruktionsschiff haben wir da. Bergbaustation bauen geht da nicht. Tja. Konstruktionsschiff und hier kann man nichts bauen, ne? Ist jetzt luftleerer Raum oder was? Ne, da sind die da hingezogen, hier die Nuaranka. So, das Konstruktionsschiff, oder? Ja. Außenposten bauen geht nicht. Das ist voll doof, ne? Na, dann. Na, hier ist ganz viel Forschung drin, ne? Komm, das Forschungsschiff, ne, Konstruktionsschiff hier hin. Und Forschungsstation bauen. Zack, beschäftigt. Jo, dann haben die was zu tun, ne? Ja.
Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erst wieder eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.